Hallo und herzlich willkommen zur letzten, oh Gottes Willen, Erkundungsfolge des Ödlands. Heute ganz simpel, das und das. Falls das letzte funktioniert, ich weiß nicht, ob man das Devil's Road wirklich... Na toll. Wirklich erkunden kann ohne DLC. Ja. Aber erstmal gehen wir zu dieser Fischerhütte, wo glaube ich auch ganz viele Casadora sind. Casa, Casadora. Haus Dora? Casadora? Ist das das Haus von... Nee. Nee. Nee, das ist nicht, das, die Übersetzung ist nicht Haus des, der Dora. Oder Doras Haus? Wie tief ist das möglich? Ey! Doch. Wir haben genügend Muni. Dass ich das mal sagen darf? Okay, Fischerstolzhütte. Nein, Alter. Die ist viel zu riesig für... die Hütte halt. Ich würde mal gerade gern wissen... Ey, ich kann das mit der Luftgewehr reparieren. Ja, guckt euch die Hütte von außen und dann von... Na gut. Die ist doch länger, als ich dachte. Da zur Sammlerplattform wollte ich noch gehen. Aber erstmal Gesundheit aufladen. Das Schöne das ist ja, dass dieser ganze Lake Mead sauber ist. Ich weiß gar nicht, da fällt mir ein, hat jemand mal den echten Lake Mead durchschwommen? Erstmal ist halt riesig, ne? Mit dem Boot, klar, bestimmt mal durchgefahren. Okay. Na, wunderbar. Na wunderbar. Ich kann... Oh Gott. Geh raus! Meine Güte. Okay. Alter, ist das gerade Kacke. Keine Ahnung, ich gehe jetzt auf diese Plattform da. So. Ende ist das vor, da ist der Damm. Wir gehen mal von unten. Vielleicht. Ja, den Gegner besiegt. Nein, das bringt nichts. Ich habe diese Dinger schon gesehen, wie sie mich erreicht haben. Aua. Nein, 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 nein. Ah, die machen zu viel Schaden, wenn sie treffen. Ich weiß nicht, weil das schlimm war, weil die haben's. Ich finde das schön, dass so eine Plattform tatsächlich schwimmen kann. Okay, das liegt natürlich anscheinend an den ganzen vielen Fässern. Weil die sind ja mit Luft gefüllt, ne, archimedisches Prinzip. Wissen wir, ja. Und die ganze Plattform dürfte eigentlich, glaube ich, sogar ohne diese Fässer schwimmen, denke ich mal. Als wenn die Platten alle das da mehr verdrücken, wiegen, als sie verdrücken. Also bitte. Okay, wir können von der abgestürzten B29 in diese eine Höhle. Spawn. Okay. Wir spawnen da übrigens immer in dieser Lager, da sind ganz viele Kasseler.
Anscheinend über dem Hafen. Ich verstehe es nicht, warum man nicht einfach im Wasser spawnen kann. Und warum wir, als wir die B29 gemacht haben, nicht direkt auch in diese Höhle gegangen sind. Das ist mal wieder so ein Mysterium. Oh, die passende Höhe. Da. Da seht ihr das Loch unten? Das, that's what she said. So. Ach, das ist direkt da, wo das Boot ist. Das ist ja nice. Ist auf dem Boot hier irgendwas? Ja. Ich würde ja gerne mal, wenn ich tauchen könnte. Also, ich kann nicht tauchen wegen meiner Ohren. Würde ich ja mal gerne so Schiffswracke und so echt ertauchen. Das ist, muss... Ich dachte schon. So. Das muss halt echt schön sein. Hier ist gar nichts. Warte mal. Ha. Meine ich doch wohl. Haben wir doch dabei. Irgendwie sieht das hier, sah das hier so aus, als wäre hier radioaktive Strahlung, aber ich nicht. 20.000 Meilen unter dem Meer. Was ist denn hier passiert? Ich glaube, so haben wir schon mal eine Folge genannt, ne? 20.000 Meilen unter dem Meer. Nehme ich jetzt. Wow. Nicht sicher, aber ich glaube schon. Ist nix. Na, wie gesagt, ich würde so unfassbar gerne mal so Tiefseetauchen machen. Das muss halt echt schön sein. Solche Welten, das sind ja so Höhlen, sind für mich so Welten, die unbekannt sind. So, jetzt gehen wir zum Erholungsgebiet Bitter Springs. Das ist so wie die Ozeane eigentlich allgemein. Wir müssen nur den Weg entlang. Das kriegen wir hin, hoffe ich. Und dann habe ich die letzten 3 Punkte auf der Map. Oh. Ah, ist unfassbar, ne? Oh oh. Na toll. Ist im Felsen stecken geblieben. Ja, habe ich getroffen. Oh, falsche Munition genommen. Ich will doch erst die Brandmunition alle verschießen. Ich kann mir vorstellen, dass die Brandmunition... Nee, die kann nicht mit Benzin gefüllt sein. Die würde ja dann schon beim Schuss wahrscheinlich verbrennen. Ja, dann wüsste ich nicht, wie so eine Brandmunition funktioniert. Naja, ein Geheimnis. Ich bin kein... wie heißen denn Waffenhersteller? Ich bin kein Waffenhersteller. Gunner? Nee. Gibt doch eine Bezeichnung dafür. Ballistiker. Obwohl die Ballistiker beschäftigen sich wiederum ja nur mit der Physik der Waffen. Oder der Kugel eher sogar nur. Speedy macht da einfach weiter. Wo? Wo kannst du denn her? Bengel. Unfassbar! Einfach, also unfassbar! Also das erste, Camp Guardian, dann Guardian Peak. Das wird wahrscheinlich zusammengehören. Hab ich irgendwie so im Blut, im Sperma habe ich das.
Und was haben wir da? Hundis! Kennt gar nicht ein Funkgerät-Signal empfangen, was? Wer von. Really high, population 12.050. Ich weiß nicht, wie lange ich noch ich finde sowas ist schade, dass es das in Deutschland nicht so wirklich gibt. Unterstützung an. Ist da draußen irgendwer? Wir wurden von irgendwelchen bizarren Mutanten aus den Höhlen angegriffen. Ich bin auf dem Weg. Uns Unterstützung. Bravo, bitte melden, Bravo. Ist da draußen irgendwer? Verdammtes Bein. Ich weiß nicht, wie lange ich noch durchhalte, bis ich verblute. Guardian außer Gefecht. Wiederhole. Guardian außer Gefecht. Ich fordere Unterstützung von allen Einheiten in der Nähe an. Bravo. Bitte melden. Bravo. Ist da draußen irgendwer? Bravo. Hier spricht Camp Guardian. Fordere Unterstützung. Signal ist weg, verdammt. Okay. Aber irgendwie ist hier jemand, der an Kabul. Na, oh, da ist eine Latrine. Ja, gut, das ist wenigstens in Ruhe hier, finde ich. Finde ich jetzt nicht so schlimm. Und da ist wieder so eine Windhose. Diese, wovon ich da geredet habe. Da weiter hoch? Haben wir das Signal wieder? Nein. Scheiße. Ach doch, jetzt habe ich es wieder. Oh Gott. Ich hoffe, sie holen mich nicht auch noch. Bravo. Bitte melden. Bravo. Ist da draußen irgendwer? Hier spricht Private Harford. Fordere Unterstützung an. Ist da draußen irgendwer? Bravo. Bitte melden. Bravo. Ist da draußen irgendwer? Ich hoffe mal, das ist kein... Diese Bestien haben den Rest der Männer weggeschleift. Keine elektrische Ansage und in Wirklichkeit ist da keiner mehr. Auf dem Weg, nur das Problem ist, dass hier, bis man da oben ist, dauert. Gott, das Signal! Das Signal ist weg. Scheiße. Aber Unterstützung ist auf dem Weg. Bizarre Mutanten, ja gut. Kann man jetzt darüber diskutieren, ne? Das für ein ewiger Weg, bis man da ist. Oh Gott, ich hoffe, sie holen mich nicht auch noch. Bravo, hier spricht Camp Guardian. Fordere Unterstützung an. Keine Spur der anderen hier stationierten Männer. Na toll. Das Lager wurde angegriffen. Ich scheine der einzige Überlebende zu sein. Wir wurden von irgendwelchen bizarren Mutanten aus den Höhlen angegriffen. Bitte schickt uns Unterstützung. Verdammtes Bein. Ich weiß nicht, wie lange ich noch durchhalte. Ich verblute. Oha. Bitte melden, Bravo. Ist da draußen irgendwer? Diese Bestien haben den Rest der Männer weggeschleift. Oh Gott. Ich hoffe, sie holen mich nicht auch noch. Verdammtes Bein. Ich weiß nicht, wie lange ich noch durchhalte. Bis ich verblute. Hier spricht Private Harford. Fordere Unterstützung an. Ist da draußen irgendwer? Das Lager wurde angegriffen. Ich scheine der einzige Überlebende zu sein. Hier spricht Private Harford. Oh, was ist das denn? Von Guardian Lockseite. Ist da draußen irgendwer? Ich glaube, da kommt immer dasselbe. Tagesprotokoll, Camp Guardian, vom Bericht von Sergeant Banner, Tag 7. Okay, wir machen gute Fortschritte beim Säubern der Wege. Ich bin erstaunt, wie viel Geröll wir zu 12 in so kurzer Zeit bewegt haben. Cale und ich sind gestern zum Gipfel aufgestiegen. Das Erkundungsteam hatte recht. Von Guardian Peak hat man eine Wahnsinnsaussicht, aber es liegt noch viel Arbeit vor uns.
Ich habe unseren Läufer zur Station Bravo geschickt, um bei McCarran ein Funkgerät anzufordern. Es hat nicht viel Sinn, hier einen Ausgucker einzurichten, wenn wir einen Spurt von mindestens einer Stunde zur Station Bravo hinlegen müssten, um einen Überfall der Legion zu melden. Das ist absolut wahr. Scenic Overlook, ja wieder mal. Ist das das Funkgerät gewesen? Verdammtes Bein. Okay. Wir haben es entdeckt. Oh nein, eine Lokseite. Hier herrscht totales Chaos. Die meisten alten Wanderwege sind unter Erdrutschen verschwunden und der Rest ist so verstaubt, dass man keine Ahnung hat, in welche Richtung man gehen soll. Ich weiß nicht, wie zum Teufel das Erkundungsteam zu der Einschätzung kam, dies sei ein strategisch einwandfreier Standort. Immerhin haben wir reichlich Rationen zugeteilt bekommen und der Fluss versorgt uns mit ausreichend Frischwasser. Zu essen haben wir auf Monate genug. Hoffen wir, dass wir morgen ordentlich was wegschaffen können bei den Aufräumarbeiten. Na dann... Ich lege mich mal hier schlafen, falls das geht. Das müsste ja eigentlich so eher ein Kabel sitzen, ne? So. 10 Stunden, das dürfte gehen. Das ist dann 8 Uhr morgens, ne? Wenn ich mich nicht täusche. Ja. Perfekt. Radio stellen wir mal wieder aus. Du hast... Und jetzt gehen wir noch zum letzten Punkt, dem Devil's Throat. Und dann ist unsere Reise auch vorbei. Dann können wir die DLCs endlich machen. Das gefällt mir. So. Keine Ahnung, was ist auf jeden Fall... Was? War das denn jetzt? Ich versuche übrigens mal den kürzeren Weg zu nehmen. Einfach irgendwie querfeld ein. Wir müssen ja nur runter, nicht hoch. Hm. Da dürfte das doch möglich sein. Ein paar Giftdrüsen haben wir noch. So. Oh, was blinken da? Ja, auf jeden Fall. TCÖ. Ich mach das jetzt mal nur, weil... Ich glaube, das ist der... Wow, was ist denn mit dieser Sonne los? Devil's Throat ist immer noch in die andere Richtung, ist immer noch da. Da sind wieder Gegner. Gegner, Gegner, Gegner. Aber... Ah, es sind nur Mongole. Nur Mongole. Ja. Nee. War nicht so gut? War nicht so gut, okay. Ich hätte gedacht, es wäre ein guter gewesen. War netter, ne? So, was haben wir denn hier? Ich, Patzerbüchse, Brand. Eieiei, hat er getroffen. Na. So. Ist nicht mehr viel Brandmunition übrig. Das ist eigentlich gut. Ich frag nicht, okay? Ich frag nicht, wo sie ist. Hört sie so an, als wäre sie direkt hinter mir, weißt du? Aber... Oh. Eieieiei. Na. Eieiei. Hä? Warum ist hier eine Alpha-Wand? Weshalb? Ich will... Das kann doch nicht sein. Das ist ja unfassbar.
So. Eine Alpha-Wand. Unfassbar. Wenn ich zum Devil's Road will. Jalapenos. So. Devil's Road, 20 Minuten. Perfektes Ende. Oh. Okay, da hat jemand viel Atommüll abgelagert. Da ist noch die Mutter der Zentauren, glaube ich. Eieiei. Wer ist denn das? Mutierte Riesenzentaur. Ja, ich sag's dir. 19% Genauigkeit. Was? Hat der denn wieder volle Gesundheit bekommen? Na. Ah. Die letzten drei Schüsse mit dem Ding hier noch. Eieieiei. Die Devil's Road. Ich hau mir mal vorher ein Weddex rein. Damit, ne? Verstehst du warum? Alter, hier ist aber mega Atommüll. Guck dir allein Boden an. Ich will nicht wissen, was für Rad-Level man hat, wenn man hier. Oh, hat sogar den Supermutanten umgehauen. Wenn man hier ohne Weddex rumläuft. Ein. Was? Ein CZ57er? Nein, die Anspielung verstehe ich nicht. Der hat sich mit Jet zugehauen. Partymütze auf. Hell? Okay. Das muss ich nicht verstehen. Das muss ich nicht verstehen. Ja. No back. Dort laden wir nämlich noch unser ganzes Zeug ab. Bevor wir. Dann nämlich endlich 415. Wie viel Right Away haben wir? Jo, perfekt. Bevor wir das erste DLC beginnen. Hier in den Safe. Diese Waffe und die Larven Tates, ne, eigentlich nicht. Volt 19 overall. Das Tagebuch und ja, das war's. Den Rest verkaufen wir nämlich. Aua. So. Da la 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 la, Dino bald Geschenkladen. Ich hoffe, der hat genügend dabei. Wie geht's? Hallo. Willkommen zurück. So. Sicher. Wow. Schauen Sie sich ruhig um. Bestimmt. Ja. Und die ganzen Teile. Und. Achso, die Kasse dort Giftdrüse hat auch noch. Ach komm. Da haben wir das nämlich auch. Perfekt. Ich bin aber wieder weg, ne? Tschüss. Und bis zur nächsten Folge.